Für die Emilia 2012 haben wir wie die letzten zwei Jahre auch schon hier die P-Charge Standalone als zentrale Ladesäule dabei. In dem Heuer sind es 6 Stück. Wir haben hier die Möglichkeit, 4 Ladepunkte zu bedienen, das heißt 4 Fahrzeuge können gleichzeitig laden. In der Emilia haben wir jetzt eine Sonderausführung, die jetzt quasi auf dem Dauermodus arbeitet. Deswegen sieht man hier auch im Display keine Anzeige, weil die Fahrzeuge permanent laden müssen. In dem Fall sind sie alle mit Schokodosen bestückt, weil es dem Reglement halt so vorgegeben ist. Man hat hier natürlich alle Möglichkeiten. Man kann von Schuko über die Campingstecker, über die Drehstromstecker bis hin zum Typ-2-Stecker für die modernen E-Mobility-Verbindungen alles konfigurieren. Darüber hinaus haben wir noch andere Bauformen im Programm, zum Beispiel eine spezielle Säule für Carports, die ist etwas tiefer, hat nur 2 Ladepunkte. Die Technik ist die gleiche. Dann gibt es noch eine Private, das ist ein Leergehäuse, die der Kunde sich selbst aufbauen kann. Und dann haben wir noch ganz neu eine Wallbox, wie es der Name schon sagt, ein Gerät, das man an der Wand befestigt, 2 Ladepunkte. Wir können mit der Standalone durch diese variable Konfiguration alles abdecken, das heißt vom E-Bike bis zum Elektroauto ist alles möglich. Das heißt, der Kunde kann genau das definieren, was er haben will und kriegt dann passend die Ladesäule geliefert. Wir können es auch kundenspezifisch branden von den Farben her. Wir können unterschiedliche Farben Pulver beschichten, damit es auch ins Corporate Branding der Firmen passt.